Kevin Klatt, eine Niederlage gegen Bietigheim, gegen den Bundesliga-Absteiger. Wie hast du das Spiel von Anfang an gesehen? Ja, wir kommen heute nicht so wie gewohnt ins Spiel, was Leidenschaft und Emotionen betrifft. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan, gerade im Abwehrverbund. Wir haben sehr früh einen Ausfall von Philipp Meyer, einem sehr wichtigen Spieler in unserem Konzept, was gerade auch hinten raus zur Kraftfrage wurde. Haben dadurch auch nur noch einen Kreisläufer, mussten improvisieren, haben dann mit verschiedensten Rückraumspielern heute auch mit am Kreis gespielt, was die Sache auch teilweise nicht einfacher gemacht hat. Ja, wir versuchen am Ende nochmal alles, spielen 3-3, spielen 7 gegen 6, aber dafür haben wir heute vor der 45. Minute zu viel falsch gemacht, um dann für einen Sieg gegen so eine Top-Mannschaft wie Bietigheim in Frage zu kommen. Philipp Meyer, weißt du schon eine genaue Diagnose, was er hat? Nee, ich weiß nur, dass er jetzt in der Klinik ist und zum Röntgen ist, weil sie überprüfen wollen, ob was gebrochen ist. Ich hoffe natürlich nicht, dass das der Fall ist. Ich meine, wir haben es ja in den letzten Spielen immer schon mal ein bisschen gehabt. Hut ab vor der Leistung, die die Mannschaft bis dato gebracht hat. Mit 3 Auswärtsspielen, mit den Heimsiegen, die sie gebracht hat. Den 2. Tabellenplatz erreicht. Und dann muss man trotzdem sagen, irgendwann erwischt es einen dann dabei. Und dann kommt auch so ein Punkt, wo Bietigheim dann so richtig davonzieht. Und da muss ich wieder einen Hut ziehen, dass die Mannschaft da trotzdem nochmal alles versucht hat. Ne, da waren es ja schon mal, ich glaube, 6, knapp 7 Tore, wie wir zurück waren. Ja, wir lagen schon 7 Tore hinten und haben uns nochmal auf 2 Tore rangekämpft. Das zeigt dann auch den Charakter und die Moral der Mannschaft. Das hätten wir heute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gerade in der ersten Halbzeit oder in der ersten Phase der zweiten Halbzeit gebraucht, um für den Sieg in Frage zu kommen. Aber auch, wie du sagst, es ist halt auch kein Beinbruch. Wir sind jetzt alle enttäuscht und ein Stück weit sauer auf uns und auf unsere Leistung heute. Aber ab nächste Woche gehen wir wieder ins Training und bereiten uns dann auf das nächste Spitzenspiel gegen ASV Hamm vor. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.